Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von Channel Watch. Ich bin Herr Okami, für die, die es noch nicht wissen, der böse Wolf mit der Maske. Und ja, ich hatte ja gesagt, in den letzten Infovideo, punkto Rehabilitation etc. pp., Wolf aus der Asche, dass ich sowas mal machen wollen würde. Im Moment habe ich auch ordentlich Lampen, dann bin hoffentlich einigermaßen gut ausgeleuchtet. Ja, wie gesagt, ich wollte das mal machen, um zu euch mitzuteilen, was auf den beiden Let's Play-Kanälen gerade so aktuell los ist. Vielleicht kommt etc. pp. Will das einfach mal ausprobieren. Auch um vielleicht den einen oder anderen auf den zweiten Let's Play, den jeweils zweiten oder anderen Let's Play-Kanal von mir aufmerksam zu machen. Ja, generell möchte ich jetzt erstmal damit anfangen, was es an Zuschauerwachstum gegeben hat. Das hat ja auch gesagt, ich möchte da so ein bisschen Zoom-Wachstum etc. pp. Auch ein bisschen was erzählen und hoffe, dass ihr das annehmt und gut findet. Wie gesagt, für eure Kommentare würde ich mich diesbezüglich sehr freuen. Ja, bei Herr Okami, das ist der alte Let's Play-Kanal, der jetzt wieder voll funktionsfähig ist, sind im letzten Monat, also im Oktober, 29 neue Zuschauer hinzugekommen. Schönen Gruß an dieser Stelle an die 29 und willkommen im Rudel. Wir hatten in der Zeit, beziehungsweise ihr habt in der Zeit 6592 Mal auf ein Video geklickt und es euch angeschaut. Das sind 212,6 pro Tag. Dafür, dass da nicht sehr viele Videos in der Zeit erschienen sind, ist das doch trotzdem eine schöne Zahl. Primär sind es ja immer noch die Tutorials, die da auch sehr gut gelaufen sind in der Zeit. Da kommen wir auch gerade zu, das beste Video war, wie eigentlich schon seit langer Zeit, das Tinkers Construct Tutorial, in diesem Fall mal die Schmelze, die wechseln sich mal so ein bisschen ab, die beiden, von der höchsten Viewzahl und die steigen auch kontinuierlich weiter an, was natürlich auch sehr schön ist, was ja auch anscheinend zeigt, dass ich dieses Tutorial irgendwo richtig gemacht habe. Zu Projekten, neue Projekte, die jetzt angelaufen sind, wie ihr vielleicht schon wisst, sind Beavos Tech Pack und Battlefield 4 Multiplayer, die wieder kommen, was halt noch Altaufnahmen sind, die rumgeistern bis hin zu neueren. Das wird noch ein bisschen dauern. Pausiert ist im Moment aus diesem Grund COD MW2, weil ich halt nicht zu viele Multiplayer-Sachen gleichzeitig machen will, weil die Folgen doch meistens ein bisschen größer werden. Das ist, wie gesagt, gerade ein bisschen pausiert. Ich bin auch im Moment so ein bisschen unmotiviert zu COD. Wird sich vielleicht wieder ändern. Wird auf jeden Fall wieder Folgen geben, also da könnt ihr sicher sein, weil das ist halt immer so ein bisschen hin und her, je nachdem, wie ich gerade Zeit gefunden habe, Multiplayer aufzunehmen. Ja, da mal die neuen Projekte, da mal das, was gerade pausiert ist, beendet wurde in der Zeit nichts. Es ist ja auch nichts groß gelaufen, außer COD an neuen Projekten. Und was jetzt dann noch, ja, beendet Projekte, aber nichts Besonderes. Hat gerade angefangen, da müssen wir da noch gucken. Besonderes wären dann zum Beispiel solche Sonderformate wie das hier beispielsweise oder keine Ahnung, da Besonderheiten, also zum Beispiel Jubiläum, es wäre zum Beispiel, hey, 100.000 Views, die ja auch relativ nah dran sind, die werden wir vielleicht sogar bald geknackt haben, müssen wir mal schauen, mit eurer Hilfe klappt's. Ja, was hat's dann zu Herr Okami noch zu sagen? Ach ja, kommende Random-Projekte im Monat November kann ich schon mal ankündigen. Es wird ein paar Folgen Payday 2 wieder geben. Da habe ich jetzt vorgestern mit dem Reggie leicht unfreiwillig, schön groß an dieser Stelle, aufgenommen. Wir haben zu zweit gespielt. Ich als absoluter Payday 2 Noob, weil ich jetzt seit den letzten Aufnahmen, die da gekommen sind, diese paar Folgen, habe ich es nicht mehr angerührt. Er ist inzwischen in Infamy 5 oder wie es heißt und es sind zwei erfolgreiche Folgen und eine mit ganz vielen Fails. Ich hoffe, sie werden euch gefallen. Sie sind dementsprechend auch ein bisschen länger. Auf HD, größenbedingt und uploadbedingt. Und ich möchte Geisterstunde wieder auferleben lassen. Geisterstunde ist ja so ein Projekt, wo ich noch nicht ganz weiß, auf welchem Kanal es am Ende wirklich weiterlaufen wird, weil ich noch in der Umstrukturierung bin. Daher wird das noch auf Herr Okami kommen. Und das werde ich jetzt im Anschluss hier noch aufnehmen. Es ist ziemlich spät abends. Es ist saumäßig dunkel draußen. Hat so knapp fast 10 Uhr an sich. Im Moment bin ich ja wirklich wieder mit der Frontlampe und Deckenlampe und allen ausgeleuchtet und dank Word weißem Hintergrund auch noch vom Bildschirm. Das wird sich dann in der Aufnahme gleich ändern. Es wird, wie gesagt, eine neue Geisterstunde geben. Projekt seht ihr dann. Verrat jetzt noch nicht. Ich bin aber im Steam-Sale rübergestolpert. Hatte da auch schon mal bei einem anderen einen Stream zugesehen. Fand das doch. Es ist einfach gehalten. Es ist aber sehr interessant. Ich hoffe, das funktioniert alles. Da muss ich jetzt auch gleich gucken, da ich das mit Fraps und nicht mit Dickstory aufnehmen muss. Beziehungsweise ich hoffe, dass es damit geht. Bei Dickstory hatte ich leider das Problem, dass ich immer auf den zweiten Bildschirm rübergekommen bin. Ja, jetzt zu dem zweiten Kanal. Herr Okami Elb. Hey,
Im Übrigen, dieses Video wird auf beiden Kanälen hochgeladen. Nur so als Info am Rande. Zuschauerwachstum plus 7. Hallo und willkommen im Rudel. Kann ja auch sein, dass sich da auch ein paar überschnitten haben. Views waren 826. Dafür, dass der noch unter 100 Abonnenten hat, ist das in Ordnung. 26,6 Views pro Tag sind das ungefähr. Neue Projekte im letzten Monat sind dort angelaufen, Diablo 2 und Lord of Destruction. Das ist gerade kurzfristig ein bisschen pausiert, weil wir einfach nicht zum Aufnehmen kommen. Ich hoffe, dass das jetzt die Tage endlich mal wieder klappt, dass ich ab kommender Woche dann vielleicht wieder Folgen raushauen kann, vielleicht sogar schon diese Woche. Muss man schauen, das ist halt immer, wenn man mit so vielen zusammenspielt, ist es immer termintechnisch so ein kleines Problem. Jetzt flankert auch noch mal eine blöde Lampe da oben. Ich glaube, den machen wir einfach mal aus. Vielleicht ist die Birne langsam altersschwach. Ja, Seven Days to Die Season 3 ist angelaufen. Und auch ein neues Format, What's New In, das hatte ich angefangen. Das ist Patch Notes und sowas. Das hatte ich jetzt mal mit The Forest gemacht, weil ich das ja auch derzeitig nicht mache, sondern auch pausiert ist. Dass ich dann zum Beispiel die Patch Notes gucke, was ist jetzt neu reingekommen. Das will ich auch vielleicht noch ein bisschen ausbauen, wenn ich es zeitlich hinkriege. Das ist zum Beispiel auch zu anderen Spielen, zum Beispiel auch Space Engineers, könnte man da machen, wenn da mal wieder größere Neuerungen gekommen sind, dass man sagt, hey, das ist neu. Und das ist dort angelaufen. Wie gesagt, momentan ist eine Folge zu The Forest. Will ich noch ausbauen, wird hoffentlich dann noch mehr kommen. Pausiert ist es, Punkt Space Engineers, pausiert ist es noch nicht, wird es aber jetzt bald. Die letzten Folgen sind am Laufen. Zwei muss ich auch noch aufnehmen. Da warte ich aber auch bis zum letzten Drücker mit, bis ihr wirklich dann auch auf meine Fragen, die ich zu diesen letzten beiden Folgen da also ein, zwei Sachen gefragt, beantworten konntet. Ich hoffe, dass es da auch Antworten gibt. Ne? Also schön in die Kommentare schreiben dann. Bestes Video dort ist Tutorial TerraFirmaCraft Charcoal Pits and Forges. Ich hatte ja die TerraFirmaCraft Tutorial-Reihe dort fortgesetzt. Was ja vielleicht auch der eine oder andere nicht mitbekommen hat, weil ich habe ja auch mal wieder Kommentare gesehen, was wird denn TerraFirmaCraft fortgesetzt auf dem Herr Okami-Kanal? Auf Herr Okami-IP, da gibt es ein paar Folgen mehr. Sie sind aber eigentlich auf beiden in der Playlist drin. Ja, das wäre es soweit. Es sind kommende Randoms oder so, gibt es dort nicht. Also wie gesagt, kommende Randoms auf Herr Okami werden Payday 2 und Geisterstunde mal wieder sein. Wobei Geisterstunde vielleicht auf kurzer lang rüberwandert, muss ich noch schauen. Beendet ist dort nichts. Besonderheiten haben wir da auch jetzt noch nicht gehabt, groß. Und ja, ich würde mal sagen, dann sehen wir uns info-video-technisch in einem Monat wieder. Ich hoffe, dass euch dieses Format so ein bisschen gefällt, dass ihr das vielleicht gut findet. Auch, wie gesagt, so ein bisschen halt näher an euch dran, so was im Kanal passiert und so weiter. Ist ja vielleicht ganz unterhaltsam oder zumindest informativ. Schreibt da ruhig was in die Kommentare zu. Und ich würde mich sehr über hier. Über den freue ich mich natürlich auch. Und in dem Sinn würde ich mich halt sehr freuen, wenn ihr vielleicht auch bei anderen Projekten von mir einschaltet. Bei Facebook und Twitter natürlich vorbeischaut, wo ihr dann immer die aktuellen Sachen direkt findet, wenn irgendwas ansteht. Und ansonsten, ne, am besten auf, bei beiden Kanälen auf Abonnieren drücken, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Real-Life-Kanal kann ich an dieser Stelle natürlich auch noch sagen, gibt es natürlich auch noch, wird bald auch mal wieder ein Katzenvideo kommen mit den Top 100, die ich als böser Weltherrscher beachten werde. Habe ich endlich mal wieder Material von meinem Kater abfilmen können. Muss ich nur noch fertig machen. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Monat. Tschüss.